Frank Pütz aus Schmallenberg in Nordrhein-Westfalen, der ist irritiert, als der pensionierte Bundeswehrsoldat die Bilder der vielen Menschen in den Erstaufnahmestellen für Flüchtlinge sieht, beschließt er nämlich kurzerhand zu helfen. Aber als er sich dann beim zuständigen Regierungspräsidium in Arnsberg bewirbt, wird er abgelehnt. Frank Pütz hat Zeit. Gerne spielt er dann Gitarre, aber noch lieber würde der Sauerländer bei der Registrierung von Flüchtlingen helfen. Der Berufssoldat ist seit 6 Jahren in Pension, lebt allein, seine Töchter sind längst erwachsen. Der Bedarf an freiwilligen Helfern, so hört er immer wieder, sei groß. Aber gute Leute dafür zu finden, kostet Zeit und die habe Deutschland nicht, so der Minister. Deshalb werde jetzt nach unkonventionellen Lösungen gesucht. Die Mitarbeit von Zollbeamten. Die Mitarbeit von Angehörigen der Bundeswehr, aber auch gegebenenfalls Pensionäre, die wollen und geeignet sind. Genau das ist der Grund, warum ich mich beworben habe, weil ich dachte, jetzt werden auch Pensionäre benötigt und gebraucht. Und da ich ja Zeit habe, habe ich gedacht, ich bewerbe mich, um dort eben halt mit zu unterstützen. Und wenn der Innenminister das schon sagt, dann denke ich, hat das ja eine gewisse Qualität und dachte, da kann man sich ja mal bewerben. Aber seine Bewerbung war vergeblich, denn die zuständige Bezirksregierung in Arnsberg hat ihn abgelehnt. Bürokratische Begründung? Nach Rücksprache mit dem zuständigen Dezernat für Personal ist es derzeit nur möglich, Verträge mit pensionierten Landesbediensteten abzuschließen. Als Ex-Soldat war Frank Pütz nämlich Bundes- und nicht Landesbeamter und sei deshalb für Arnsberg angeblich schwerer vermittelbar. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Nur weil ich Bundesbediensteter bin, kann man mit mir jetzt keinen Vertrag abschließen. Da kann die Not ja nicht so groß sein, wie es ja immer gesagt und geschrieben wird. Das ist für mich völlig unverständlich. Gegenüber dem ZDF wollte sich auf Anfrage in Arnsberg niemand vor der Kamera äußern. Frank Pütz' Geschichte sei ein Einzelfall. Schriftlich heißt es als Begründung nur: Das Land NRW kann bei seinen eigenen Beschäftigten besser und schneller einschätzen, ob und an welcher Stelle sie für die Tätigkeit im Asylbereich eingesetzt werden können. Eine gewisse Wut ist schon entstanden, weil die Frage ist ja, was unterscheidet den Bundesbeamten vom Landesbeamten? Ich kann auch zählen, ich habe Fachhochschulreife, also das ist jetzt nicht unbedingt das Thema. Und diese Ablehnung, diesen Luxus, den muss man sich ja schon leisten. Dabei hätte er viel Wissen einbringen können. In seiner Zeit beim Bund hat er nämlich auch Paschtu und Dari gelernt, Sprachen, die auch viele afghanische Flüchtlinge sprechen. Eine Fähigkeit, die so ungenutzt bleibt. Fest steht aber auch, dass Pütz nicht auf das Go der Bezirksregierung warten müsste, um sich ehrenamtlich zu engagieren. Aber das Hin und Her mit den Behörden lässt ihn resignieren. Jetzt könnt ihr mich mal sozusagen gerne haben. Ein fatales Fazit in einer Zeit, in der freiwillige Helfer angeblich so dringend gebraucht werden. Tja, wirklich unglaublich.